Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Herzlich willkommen hier bei Okitok.com. Ja, und heute der 23. November 2018. Herzlich willkommen hier im Redesprachportal. Wir starten hier 18 Uhr plus natürlich live. Unsere neue Sendung hier, Leben und Überleben im Einklang mit Mutter Erde, so heißt unser Motto heute. Test, test, ja. So, jetzt wird es ein bisschen besser werden. Und wir begrüßen hier gleich Vakasa Petsuta. Und das ist ein Indianer, Medizinmann, der Älteste, so sagt man. Er hat heute einen Vortrag über Leben und Überleben im Einklang mit Mutter Erde. Themenschwerpunkte sind heute, wie sehen die Indianer die Natur und Mutter Erde? Welche Verantwortung tragen wir für die nächste Generation? Was kann der Einzelne der Mutter Erde tun, um zu seinem gesunden Lebensraum beizutragen? Wir sind hier im Seminarraum in Altenmark in Niederösterreich in der Heinfelder Straße 84, eine wunderbare Location. Freuen wir uns, noch ein wenig Geduld, denn die Leute hier in dieser tollen Praxis, wo wir hier sind, das ist ja der kraft-platz.at, könnt ihr ja mal schauen, ein wunderschöner Laden, schöne Location, liebevoll eingerichtet. So, liebe Zuhörer auf Okitok, und wir starten jetzt hier live aus Altenmarkt und da macht man die Musik erst aus. Und wir begrüßen jetzt den Vasagi Petsuta zum Thema Leben und Überleben im Einklang mit Mutter Erde. Und ich schalte um aufs Mikrofon. Viel Spaß. Ja, grüß euch. Mein Name ist Veronika Oellinger und ich möchte euch recht herzlich begrüßen. Ihr, die ihr hierher gekommen seid, nach Altenmarkt und den schönen Shop, Natur- und Spirit-Shop am Kraftplatz. Wir sind da im Seminarraum im ersten Stock bei der Elisabeth Pehle, Heinfelder Straße 84 in Altenmarkt. Und hallo, liebe Hörer von Okitok. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Ja, das Thema des heutigen Abends ist Leben und Überleben im Einklang mit Mutter Erde. Mutter Erde wird bei den Naturvölkern unser Planet bezeichnet. Deswegen, weil sie uns alles gibt, was wir dort zum Leben brauchen. Kleidung, Nahrung, Wohnung. Und wie gehen wir mit unserer Mutter Erde um? In Zeiten, wo man hört von Klimaerwärmung, in Zeiten, wo man hört vom Bienensterben, vom Vögelsterben. Ja, es wird schon berichtet, dass ein Rückgang unserer Vogelwelt zwischen 60-80% weniger ist. Das ist eigentlich unvorstellbar oder es fällt uns gar nicht so auf. Ja? Oder in Zeiten, auch wo man das Insektensterben. Vielleicht haben Sie schon beobachtet, wenn Sie weitere Strecken fahren mit dem Auto, wie viele Insekten haben wir an der Windschutzscheibe? Fast nichts mehr. Im Vergleich nur zu einigen Jahren vorher. Vielleicht ist Ihnen das euch auch schon einmal aufgefallen. Ja. Sind wir Menschen im Einklang mit Mutter Erde? Seid ihr noch im Einklang mit Mutter Erde? Ja, und da möchte ich jetzt an dieser Stelle unseren Vortragenden begrüßen. Willkommen, Oyate Tatakansina, indianischer Medizinmann und Ältester aus dem Volk der Nomakaki Mandan. Und ich möchte die Frage weitergeben, ja, wie sehen das die Naturvölker? Wie siehst du es als Medizinmann, der Zugang zur Mutter Erde, so wie er jetzt ist? Und sollen die Politiker was richten?
Sollen wir uns verlassen auf die Politiker? Oder kann der Einzelne auch was beitragen? Könnt ihr was beitragen, was tun für Mutter Erde? Und in dem Sinn sage ich danke für dein Kommen. Ja, und ich bitte dich, erzähl uns, wie es die Naturvölker sehen und was wir tun können. Dankeschön. Ahau, metakuyere yasi. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob ich mit euch Schwäbisch rede, die Sprache meiner Mutter, oder die Sprache meines Vaters, Lakota. Machen wir es auf Schwäbisch. Die Frage, wie ich das sehe, da könnte ich jetzt weinen. Weinen wie ein kleines Kind. Wenn ich jetzt die Frage stellen würde, wie der Einzelne sich Mutter Erde in 50, 60, 70 Jahren vorstellt. Unsere Enkelkinder, vielleicht Urenkel, was bieten wir ihnen? Müssten wir uns mal Gedanken machen. Wenn ich zurückdenke, 60 Jahre, ja, kann 70 Jahre zurückdenken, da war es noch eine heile Welt. Da hatten wir noch Sommer, da hatten wir Winter. Da hatten wir Sonnenschein, wir hatten Regen, alles in einem normalen, ausgewogenen Rhythmus. Ja, und dann sind die Menschen intelligent geworden. Intelligenter als die Schöpfung. Und unsere Welt hat sich verändert. Erschreckend, wie schnell sich unsere Welt verändert. Wie viele Tierarten pro Jahr aussterben. Wie viele Pflanzenarten aussterben, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Wenn es so weitergeht, können wir das hier alle noch erleben. Wenn man Eisbär anschauen möchte, dann muss man in den Zoo gehen, weil die Natur kann keinen mehr bieten. Nashorn, Elefant, findet man vielleicht auch noch im Zoo. Schauen wir in unserem Land her. Wie viele Vogelarten, die gibt es einfach nicht mehr. Weil die Tiere haben keine Nahrung mehr. Die haben keinen Lebensraum mehr. Beschäftigt es uns ab und zu, wenn man was hört.
Dann ist ein kurzer Moment, der aufwühlt, der im Innersten etwas Unruhe macht. Aber es ist nur ein kurzer Moment. Und dann kehrt man wieder zurück zum Alltag. Und wir spielen alle dieses Spiel mit. Es ist erschreckend, wenn man die Bilder anschaut, die werden in den Medien gar nicht mehr gebracht. Nirgendwo wird man heute so belogen wie in den Medien. Das ist erschreckend. Es werden keine Tatsachen mehr gezeigt. Da wird dann irgendein Film produziert, der soll irgendetwas zeigen, auch die Tatsachen. Man hört nichts, dass im Pazifik Plastikinseln schwimmen, fast so groß wie Belgien. Da sieht man kein Meer mehr, nur Plastik. Wie viele Tiere, Fische und so weiter gehen zugrunde, weil dieses Plastik mit in der Nahrung aufgenommen wird. Mittlerweile kann man bei uns schon Plastik im Stuhl feststellen. Mikroplastik. Man sieht es nicht. Das ist unsere Welt. Und dann fragt man sich, ja, was können wir tun? Gehen wir doch heute mal einkaufen. Heute ist doch fast jeder einzelne Apfel schon in Plastik verpackt. Müssen wir sowas kaufen? Nein. Ohne Plastik ja, mit Plastik nicht. Wir haben doch die Wirtschaft in der Hand. Wenn die merken, mit Plastik wird nichts mehr verkauft, dann wird nichts mehr in Plastik eingepackt. Bringen wir doch unsere Behältnisse mit ins Geschäft und lassen wir uns unsere Lebensmittel in unsere Behältnisse tun. Das sind Kleinigkeiten, an die denkt man gar nicht. Wir hoffen immer, der andere wird es schon machen. Und da muss man das indianische Denken annehmen, weil wir sind so erzogen. Mein Bruder und meine Schwester kann das mit Sicherheit nicht machen. Deshalb muss ich es machen. Wenn zu einer Arbeit aufgerufen wird, dann denkt jeder, Bruder, Schwester, kann nicht kommen. Ich muss kommen. Am Schluss sind alle da. Das ist das Umdenken. Politik, die werden schon machen. Die machen nichts. Wir sehen es doch. Man hört es, aber man übergeht es. In irgendeinem Gutglauben, irgendwann werden es schon ändern. Anstatt Fortschritte macht man Rückschritte. Es sind so viele, viele Kleinigkeiten. Die Bevölkerung, wir sind viele. Und deshalb müssen wir etwas ändern. Es fängt an mit dem Bewusstsein. Und da muss man sehr weit zurückgreifen. Und man muss am Ursprung etwas ändern.
Wir haben alle kosmische Gesetze. Wir haben alle Gebote. Allermeisten Menschen sind in irgendeiner Religion ausgerichtet. In den Naturvölkern, da ist das wichtigste Gebot das erste Gebot. In der christlichen Religion ist das das vierte Gebot. Ja, jetzt rattern die Köpfe. Wie war das im Religionsunterricht? Was war denn das vierte Gebot? Ich kann es euch ein bisschen helfen. Ich habe Religionsphilosophie und Theologie studiert. Stand vor der Priesterweihe, einen Tag davor bin ich ausgestiegen. Ja, heute kann ich sagen Halleluja. Ja, weil ich einfach mit den vielen, in Anführungsstrichen, Wahrheiten nicht klargekommen bin. Das erste Gebot. Ehre Vater Gott und Mutter Erde. Nicht die leiblichen Eltern. Nachdem das mit dem Priester nichts geworden ist, habe ich es eine ganz kurze Zeit als Religionslehrer probiert. Da habe ich so 11-, 12-Jährige unterrichtet. Da war das Thema die 10 Gebote. Ich habe ganz bewusst das vierte Gebot ausgeklammert. Und als wir das 10. Gebot fertig hatten, habe ich die Kinder gefragt, wenn wir jetzt die 9 Gebote einhalten, achten, anwenden, wie müssen wir mit unseren Eltern umgehen? Kann ich sagen, da war es für einen Moment Schweigen im Raum. Jeder hat darüber nachgedacht. Und dann kam so zaghaft, oh, die müssten wir in den Himmel heben. Dann habe ich gesagt, machen wir das? Fragen wir lieber nicht. Dann habe ich gesagt, jetzt haben wir aber noch ein 4. Gebot. Brauchen wir das überhaupt? Einstimmig? Nein. Das brauchen wir nicht, wenn wir alle anderen Gebote einhalten. Dann habe ich gesagt, und warum gibt es das Gebot? Gab es keine Erklärung. Dann habe ich gesagt, ich erkläre es euch. Das Gebot ist eigentlich der Ursprung, das Fundament in den Naturvölkern. Ehre Vater Gott und Mutter Erde. Da hätte man Nadel fallen hören. Die Kinder sind in sich gegangen. Und dann ist es wie ein Vulkan explodiert. Die sind aufgesprungen. Ja, das ist es. Da haben die Herzen gesprochen, weil da drin haben wir es. Ich habe den Unterricht beendet und habe gesagt, okay, im nächsten Unterricht wird dann das 4. Gebot bearbeitet. Ich stand am Fenster und habe so rausgeschaut, über die Reaktion nachgedacht. Sah ich draußen die Kinder, wie die den Schulhof aufgeräumt haben. Papier eingesammelt, Zigarettenkippen. Ich habe nichts von Müllabfuhr geredet und sonst was. Bei denen hat sie das Herz geöffnet und dann haben die mit einem Schlag den ganzen Abfall gesehen. Ja, ich weiß nicht, wie die Kinder zu Hause mit welcher Begeisterung geredet haben. Ja,
Es wurde der Elternbeirat einberufen, der Pfarrer dazu. Ja, und dann hat man mir nahegelegt, dass ich mich an die Dogmen halten muss, dass sowas nicht geht. Ich bringe ja das in ein ganz falsches Licht. Ja, wurde zum Bischof geladen. Dann hat er mir eine Stelle angeboten in der Verwaltung. Ja, das war dann meine Kündigung. Ja. Wenn ich nicht mehr über die Wahrheit sprechen darf, dann ist das der falsche Platz. Die Reaktion der Kinder hat mir es gezeigt. Wir haben es in uns. Nur wir vergessen es. Es wird mit allem möglichen Alltagsmüll zugedeckt. Und wir können es nicht leben. Und dann erlaubt man sich dann ein Urteil, die Naturvölker, Analphabeten, primitiv. Sind wir dankbar, dass wir sie noch haben. Ich bin auch ganz normal in der Zivilisation aufgewachsen. Ich habe ein bisschen was mitbekommen von meinem Vater. Er konnte nicht viel reden. Er durfte gar nicht reden. Weil man will ja nichts mit den Heiden und gottlosen Menschen zu tun haben. Ja. Und sein Vater, mein Großvater, ist ein Heide, ein gottloser Mensch, macht okkulte Dinge als Medizinmann. Mutter hat ihm gesagt, er bringt Leute in die Hölle. Ja, somit bin ich ganz normal wie alle anderen Kinder auch aufgewachsen. Kein Anhalten, wie geht man mit Moderne um? Keine Gedanken machen, was geschieht so im Alltag? Wie geht es bergab? Warum werden unsere Flüsse immer schmutziger? Man hat schon ab und zu gehört, ah, der Fluss ist jetzt tot, jener See ist tot. Aber es hat beides nicht berührt. Ja, man wurde dann erwachsen. Hab dann eine eigene Firma gehabt. War weltweit tätig. In der Natur. Mit der Natur. Ob das ganz mit der Natur war, das bezweifle ich heute, weil ich habe Bodenschätze gesucht. Ja. Erze hat man danach Mutter Erde umgewühlt mit schwerem Gerät. Man hat tief in die Erde hineingebohrt, um an die Bodenschätze zu kommen. Habe oft schon mal Gedanken gemacht, muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Weil ich habe ja die Menschen dazu animiert. Da müsst ihr bohren. Ja. In 2500 Meter kommt drauf Nickel. Dann kam der Tag, wo das Universum den Schlussstrich gezogen hat. Ich wurde schwer krank,
Schulmedizin gab mir noch 6 Wochen zum Leben. Ja, da macht man sich dann schon Gedanken. Und dann war mein Herz offen für den alten Indianer. Ich habe Großvater gesucht. Ich habe nicht gewusst, ob er überhaupt noch lebt, wo er lebt. Ich habe mit dem Herzen gesucht. Und auf viele, viele Umwege habe ich ihn im hohen Norden von Kanada gefunden, im Reservat. Unsere erste Begegnung, er kam zur Tür raus, hat mich angeschaut. Seine ersten Worte höre ich immer noch. Auf dich warte ich schon lange. Ja, das war sein Gruß. Und mein Gruß war Großvater. Aus tiefem Herzen, Tunkhashila. Ja, bin bei ihm geblieben. Er war glücklich. Er war der glücklichste Mensch, dem ich jemals in dieser Inkarnation auf dem Planet Erde begegnet bin. Und ich habe mich in meinen Großvater verliebt. Ich habe ihn geliebt mit dem Herzen, weil er war ehrlich. Ehrlich zu sich selbst, ehrlich zur Mutter Erde, ehrlich zum Universum. Ganz einfacher Mensch. Ohne Zivilisation. Weil dort, wo er gelebt hat, da gab es keine Straßen mehr, keine Fahrzeuge, kein elektrischer Strom, kein Telefon, kein Radio, kein Fernseher. Uns haben die Vögel noch vorgesungen. Unsere Nachbarn waren die Bären. Die Natur. Man hat alles mit Pferden gemacht, mit den Hunden. Wochenlang keinem Menschen begegnet. Man konnte aus jedem Fluss trinken. Man konnte alles essen, was man in der Natur gefunden hat. Nichts war belastet durch Umwelt. War immer schön in jedem Bach, hat man getrunken, das frische, kühle Wasser. Habe ich mal getrunken, habe zum Großvater gesagt, und was ist jetzt, wenn der Opa echt drin gestanden ist und hat gepinkelt? Dann hat er gesagt, dann ist das Wasser gewürzt, dann ist Tee. Ja, dann muss das als Tee sein. Hast du was gemerkt? Nein, wir haben nichts gemerkt. So Gedanken, das macht sich ein Indianer nicht. Das machen wir uns. Ja, alles war eins mit der Natur. Tiefe Verbindung zum Universum. Vater Himmel. Und Mutter Erde. Und wir sind wie die Kinder dazwischen. Und deshalb sind wir alle Brüder und Schwestern. Willst du deiner Schwester wehtun? Willst du deinen Bruder betrügen? Da baut sich eine heile Welt auf. Ja? Die Kinder sitzen am Großvater auf dem Schoß, hören seine Geschichten,
hören zu, wenn er seine Gebete spricht oder singt. Er erklärt die Natur. Auf eine ganz einfache Art. Aber mit einer enormen Tiefe. Ja. Großvater hat die Gänseblümchen geliebt. Er hat mit ihnen geredet. Die Blümchen haben den Kopf gedreht und haben ihn angeschaut. Das hat halt zufällig der Wind gedreht. Das sind unsere Gedanken. Nee. Er hat es mir bewiesen. Ja, wir lagen auf dem Bauch, uns gegenüber, Kopf an Kopf, und das Gänseblümchen. Ja. Hat Großvater mit dem Gänseblümchen geredet, das Gänseblümchen hat ihn angeschaut. Und dann hat er gesagt, was hast du jetzt dem Gänseblümchen zu sagen? Ich habe gar nicht gewusst, was soll ich da sagen? Das ist eine schöne Blume. Ich bin dankbar, dass ich sehen kann. Und ich bin dir dankbar, dass du mir das zeigst, was dieses Gänseblümchen ist. In der Zwischenzeit hat das Blümchen mich angeschaut. Ja? Hat mit uns kommuniziert. Dann hat Großvater gesagt, eigentlich müssen wir jetzt ein Gebet sprechen. Ein Dankgebet, dass der große Schöpfer uns so etwas Schönes bereitet hat. Dann habe ich gesagt, ja Großvater, da müssen wir jetzt danken. Dann hat er gesagt, fang an. Jo. Haben wir ein Dankgebet gesprochen. Da war so viel Dank da, das Gebet hat kein Ende gefunden. Irgendwann doch hat Großvater gebetet. Ein paar wenige Worte. Aus tiefem Herzen. Und dann hat er gesagt, du hast die Essenz, Dank mit den vielen Worten verwässert. Nicht die Menge macht's, die Tiefe macht's. Ja, so bin ich in die Natur hineingewachsen. Die Achtung und den Respekt zur Mutter hatte. Wir sind in den hohen Norden geritten, im Yukon. Da gibt es im Sommer sehr viele Moskitos. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Wir haben uns eingefettet mit Bärenfett, das 4 Jahre alt war, mit viel Kräuter. Wenn man sich da eingefettet hat, so den ersten Tag, da ist man ganz schnell geritten. Weil das konnte man fast nicht riechen. Das war furchtbar. Man hat sich dran gewöhnt. Daher kommt auch der Ausdruck der stinkige Indianer. Ja, anders hätten wir da gar nicht überleben können. Da gibt es viele Tiere. Ich kam mit dem Autan aus Deutschland. Mit der Spraydose. Ja, das war für die Moskitos Parfum. Ja, die sind da massenhaft gekommen, als ich da gesprüht habe. Ja, da war ich doch dankbar für das ranzige Bärenfett. Ja, und da sind wir in den hohen Norden geritten. Und Großvater hat erzählt, und beim Reden ja, kam ein Moskitos auf die Zunge.
Das merkt man sehr schnell. Weil der hat sofort die Gelegenheit genützt und angestochen. Ich habe ihn an den Gaumen gedrückt, ein bisschen gerieben, bis er gemerkt hat, er bewegt sich nicht mehr. Speichel gesammelt und ausgespuckt. Das hat er dir auch so gemacht. Als Großvater das sah, er ist vom Pferd gesprungen. So schnell war er aufgestiegen, so schnell war er runter. Ums Pferd rum. Ich habe gedacht, er hat was gefunden, bin vom Pferd runter, stand neben mir. Schaute mich an und sagt, schämst du dich nicht? Was ist, Großvater? Ja, schämst du dich nicht? Spuckst du zu Hause deine Mutter an? Ich habe gesagt, nein. Aber hier wagst du es, Mutter, dich anzuspucken. Ja, ich habe gesagt, ja, Großvater, ich habe so einen kleinen Moskitos ausgespuckt. Hätte den jetzt ja, nicht essen, fressen sollen? Dann sagt er, nee, ausspucken. Dann habe ich gesagt, ja, beim Donnerwetter, das habe ich doch gemacht. Dann hat er gesagt, wie? Hast du vorher, Mutter Erde, gefragt? Hast du das mit Bewusstsein gemacht? Er musste ehrlich Nein sagen. Nein. Ich habe einfach ausgespuckt. Gleichgültig, oberflächlich. Ist dir bewusst, Mutter Erde lebt? Du kannst sie doch nicht einfach anspucken. Hast du schon mal ihren Herzschlag gehört? Nein, kenne ich nicht. Na, gesagt, da leg dich hin. Und hör mal den Herzschlag von Mutter Erde. Gut, ich war auf 10.000. Was will der Alte von mir? Bin doch kein Kind mehr. Ja, ich habe es noch so gemacht wie beim Militär, wenn es geheißen hat, Fliegerangriff, schnell hin, geflackt mit viel Wut im Bauch, lag ich am Boden. Und da bleibe ich jetzt liegen und wenn ich liegen bleibe, bis ich sterbe, was soll das Herzschlag? Da gibt es keinen Herzschlag. Ja. Habe ich mit mir gekämpft. Mit dem ungezogenen Menschen. Ohne Bewusstsein. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich da lag. Großvater hat sich neben mich gesetzt, hat seine Pfeife geraucht, hat seine Gebete gesprochen. Ja. Ich lag da, Kopf auf dem Arm, und irgendwann höre ich einen Herzschlag. Bin mir heute nicht ganz sicher, ob es das nicht der eigene war. Wenn man das Ohr so auf dem Arm hat, hört man das eigene. Aber für mich war das der Herzschlag von Mutter Erde. Ja, habe ich gehört. Ja. Großvater. Ich höre Mutter Erde. Großvater Pfeife weggelegt, hat sich zu mir hingelegt, hat gehört, ja, das ist der Herzschlag von Mutter Erde. Da hat sich was verändert. Von dem Augenblick weg war für mich Mutter Erde lebendig. Ich habe das mit anderen Augen gesehen. Und da habe ich Großvater gefragt. Wie er Mutter Erde sieht. Dann habe ich verstanden, warum er mit Mutter Erde redet. Wie mit einem Menschen.
Dann konnte ich verstehen, dass er mit den Heilkräutern geredet hat, bevor er sie gepflückt hat. Dass er den Baum gefragt hat, ob er bereit ist, an der Hütte den durchgebrochenen Balken zu ersetzen. Nicht einfach Motorsäge nehmen und absägen. Und zusammenstückeln. Ja. Nicht einfach das Heilkraut abpflücken. Ja. Mit Bewusstsein. Und das fängt in der Kleinigkeit an. Und gleich am Anfang, das muss man so und das muss man so machen, dann wäre er wahrscheinlich wieder gegangen. Nee, in der Kleinigkeit. Und das durfte ich erleben. Wenn man Mutter Erde etwas zurückgibt, dann fragt man sie, ob es Mutter Erde wieder annimmt. Ich produziere auch Müll. Und ich gehe auch mit meiner Mülltüte zur Mülltonne. Aber ist für mich jedes Mal eine Zeremonie, wo ich Mutter Erde bitte, dass er das zurücknimmt, was ich nicht verwerten und verwenden kann. Und dann habe ich kein schlechtes Gewissen. Ich fühle hin. Würde Mutter Erde Nein sagen, würde ich meinen Müll mitnehmen und sortieren. Was passt nicht? Da fängt das Bewusstsein an. Das ist das, was uns verloren gegangen ist. Die Menschheit hat Achtung und Respekt dem Leben gegenüber verloren. Das Einzige, wo man nur ein kleines bisschen Respekt und Achtung hat, ist vielleicht der Mitmensch in der Familie, in der Kommune. Im Land. Mehr nicht. Die Menschen haben Gefühle verloren. Ich schaue ab und zu auf YouTube und auf Facebook. Da werden dann Bilder gezeigt oder Filme gezeigt. Zunächst sind sie einmal verschlossen. Kommt der Hinweis, es liegt in ihrem Ermessen, ob sie diesen Film öffnen. Er zeigt mitunter Grausamkeiten. Ja, ich schaue es an. Und ich bin erschrocken über die Kaltblütigkeit von uns Menschen. Wie wir Tiere missachten, quälen, beseitigen. Ne? Kommt Aggression. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie würde ich reagieren, wenn ich so ein Bild sehen würde? Wahrscheinlich nicht gut. Könnte sein, ich würde sogar zum Mörder werden. Wenn man sieht, er wird mit dem Bagger eine Grube ausgehoben, so groß wie eine Baugrube, wo man ein Haus reinbaut. Dann kommen die LKWs und dann werden die Schweine lebendig dann untergekippt. Schwein auf Schwein, die Erde bebt, die Tiere quietschen. Viele versuchen, die Böschung hochzukommen. Der Baggerfahrer mit der Schaufel schmeißt sie wieder runter. Und dann werden sie einfach zugedeckt. Um den Preis zu halten. Das erfährt die Bevölkerung gar nicht. Warum bringen da die Medien nichts? Die Filme sind vorhanden. Warum wird das im Fernsehen nicht gezeigt? Dass die Menschen aufwachen.
Das ist doch schrecklich. Wo ist da Gefühl? Da könnte mein Chef mir noch so viel Gehalt anbieten. Ich würde den Bagger nicht bedienen. Und wenn es trotzdem müsste, dann würde wahrscheinlich am Schluss der Chef noch unterschmeißen und zudecken. Das wäre die erste Schaufel auf ihn drauf. Ja. Wo sind wir Menschen hingeraten? Ja. Man erschlägt Tiere. Eine Brutalität. Wundert uns. Ich gebe der christlichen Kirche die Schuld. Wenn sie als Karma nicht wahrhaben wollen, da glaube ich Christus. Der hat davon gesprochen. Das Karma zählt. Nicht Sündenvergebung. Die taugt nichts. Das hat der Bischof mir selbst bestätigt. Als wir die letzte Ölung im Priesterseminar lernen durften. Ja. Und dem Sterbenden alle seine Sünden und Schulden vergeben werden. Du bist reingewaschen vor Gott. Und im nächsten Atemzug musste ich sagen, und der Herr mag dir am jüngsten Tag ein gnädiger Richter sein. Da habe ich gesagt, irgendwas stimmt nicht. Wenn meine Sünden vergeben sind, dann muss ich nicht vor Gericht. Wenn die Sündenvergebung nichts taugt, muss ich vor Gericht. Ja. Da habe ich meine erste Abmahnung bekommen. Mit solchen Gedanken darf man sich nicht beschäftigen. Das muss ich am Papst überlassen. Habe ich gesagt, okay, dann beantrage ich eine Privataudienz, das muss ich mit ihm besprechen. Ich werde keine letzte Ölung machen, weil diesen Widerspruch kann ich nicht verantworten, weil da bin ich mir ja nicht sicher, was ich da mache. Ja, die nächste Auseinandersetzung war, dass Tiere ohne Seele sind. Das ist der größte Irrtum, den es gibt. Alles, was Leben trägt und göttliche Schöpfung ist, hat eine Seelenform. Ob Pflanze oder Tiere. Können wir uns vorstellen, ein Hund ohne Seele, dann hätte er auch keine Liebe. Eine Katze ohne Seele, die könnten wir nicht streicheln. Ein Bär ohne Seele, dem hätte der Großvater nicht den Bauch kraulen können. Da fängt es an. Deshalb ist die Achtung und der Respekt verloren gegangen. Da müssen wir wieder zurückfinden. Ja, deshalb bin ich in Europa. Es war meine schönste Zeit. Im hohen Norden von Kanada. Mit der Natur eins. Menschen von Menschen umgeben, die Respekt hatten vor dem Leben. Tiefe Verbindung zum Universum. Frieden mit dem eigenen Ich, zufrieden, das ist der Frieden mit dem eigenen Ich, wenn ich zufrieden bin. Ja,
Aber diese heile Welt hatte dann 1997 ein Ende. Kurz vor dem Tod von meinem Großvater hat er mich zurückgeschickt nach Europa. Du sprichst ihre Sprache, du kennst ihre Mentalität. Es wartet dort viel, viel, viel Arbeit auf dich. Ja, konnte mir die ersten Jahre nicht vorstellen. Jetzt weiß ich's. Ja, man sagt, man sieht in der Hand die Lebenslinie. Und da kenne ich einen Freund, der schaut immer wieder. Und dann sagt er was, bei dir geht schon rundherum. Du wirst nie sterben. Dann habe ich gesagt, da habe ich gar keine Zeit dazu. Ja. Möchte mindestens so alt werden wie Großvater. Er ist 112 Jahre alt geworden. Jeden Tag war er unterwegs. Jeden Tag mit dem Pferd. Es hat niemand geglaubt, dass der so alt ist. Da fühle ich manchmal mich älter wie er. Aber man gibt es ja nicht zu. Man will ja älter werden. Ja, es wartet viel Arbeit. Das konnte ich mir nie vorstellen. Heute kann ich es mir vorstellen. Mit Menschen zu arbeiten, das Bewusstsein wieder wach zu rufen. Wir müssen was tun, wir. Ich muss was tun. Das ist immer so, du musst was tun, du musst was tun. Und du musst auch was tun. Nein, ich muss es tun. Dass wir miteinander anfangen, eine Veränderung zu schaffen. Meine Großeltern, meine Mutter, mütterlicher Seite, die konnten alle noch sagen, wir haben nichts davon gewusst, was ich nicht so recht geglaubt habe. Wir können es nicht sagen. Wir können unsere Kinder und Enkelkinder nicht sagen, wir haben nichts davon gewusst. Wir wissen es. Wir beobachten es. Wir sind passiv. Wir lassen einfach gewähren. Ja. Wenn ich in der Firma nicht funktioniere, dann weiß ich, was der Chef macht. Ja, der entlässt mich. Wir lassen es laufen. Obwohl man sieht, obwohl man jammert, obwohl man reklamiert. In der großen Hoffnung, irgendwann werden es schon machen. Ja, die werden es machen, wenn wir sie bezahlen nach dem, was sie machen. Im Moment haben sie nichts verdient. Die müssten alle verhungern. Ja? Die müssten was ändern, dann werden sie bezahlt. Von wem werden die bezahlt? Das vergessen wir. Also erwarten wir eine Veränderung. Das bin ich meinen Nachfahren schuldig. Ich möchte nicht, dass irgendwann meine Enkel und Urenkel sagen, der Großvater hat nur fromm dahergeredet. Na, ich möchte nachweisen, ich habe etwas getan. Das ist nicht einfach.
Das ist nicht einfach, die Menschen aus der Passivität zu aktivieren. Ja, man hat Angst. Man hat Angst. Man wird vielleicht angekreidet. Weißt, wenn es einen Gott gäbe, dann dürften nicht so viele Kinder verhungern. Hat vor einiger Zeit jemand mir ans Herz gelegt. Er hat gesagt, jetzt muss der Gott auch noch schuld sein. Jetzt wälzen wir Menschen unsere Schuld Gott ab. Nur weil die Religionen versäumen, uns zu erklären und bewusst machen, dass wir einen freien Willen haben. Und Gott wird den nicht antasten. Der wird uns nicht bestrafen oder sonst was machen. Wir mit unserem freien Willen, wir entscheiden. Wir spielen hier auf dem Planet Erde Gott. Also lassen doch wir die Kinder verhungern und nicht Gott. Es gäbe genügend Nahrung, hat die Wissenschaft berechnet. Wir müssten nur am Tag 3 Stunden arbeiten. Der Rest wäre für uns gesorgt, wenn wir ein kleines bisschen intelligenter wären. Das ganze Geld, was weltweit in Rüstung und Militär fließt, würde ausreichen, dass man sämtliche Wüsten fruchtbar machen könnte. Wir hätten Ernährung im Überfluss. Nee, wir spielen Krieg. Wir zerstören, wir machen Menschen unglücklich, wir schaffen Unheil. Es liegt in unserer Hand. Ja. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Ich war auf einen Kongress eingeladen, ja, ging es um Menschenrechte. Auf dem Kongress bin ich aufgewacht. Da bin ich hellwach geworden. Unter anderem auch das Thema Afghanistan. Und dann haben sie so einen jungen Menschen, vielleicht 16 Jahre alt, haben sie im Rollstuhl in den Raum gebracht. Junger Mensch aus Afghanistan. Und der hat dann berichtet, was passiert ist. Er hat mit seinem Vater den Acker bestellt. Einen einfachen Holzpflug. Sie haben eine Kuh gehabt. Kuh und Vater haben den Pflug gezogen, weil die Kuh alleine das nicht geschafft hat, dem steinigen Boden. Und er als Junge mit 12 Jahren hat den Pflug halten müssen. Ja. Unglücklicherweise ist die Kuh dann auf eine Mine getreten, die explodiert ist. Kuh tot, Vater tot, Pflug kaputt, ihm hat es die Beine weggerissen. Und da, dass man sich vorstellen kann, was so eine Mine ist, ne? Ein bisschen größer als eine Bratpfanne, 8 cm dick, gefüllt mit Sprengstoff. Das lag dann auf dem Podium. Ich habe mir das Ding angeschaut, ob das noch dasselbe Modell ist, wie wir es beim Militär kannten. Ja. Habe das umgedreht und habe untergelesen, Made in Germany. Deutsche Wertarbeit, das Ding geht garantiert hoch, wenn es scharf gemacht wird. Da haben wir Unheil angerichtet.
finanziert mit meinen Steuergeldern. Ich unterstütze die Rüstung mit meinen Geldern, wird dann in diese Länder das geliefert, weil kaufen können sie nicht, weil so ein Ding ist sehr teuer, das Geld haben die gar nicht. Also trage ich Verantwortung. Das war ein Schock für mich. Da habe ich das erste Mal darüber nachgedacht. Mit meinem Geld und Anteil hat dieser junge Mann seine beiden Beine verloren und einen Teil seiner Familie. Ja, dann habe ich was gemacht, das würde ich heute nicht mehr machen. Ich habe keine Steuern mehr gezahlt. Ja. Es kam dann zur Beugehaft. Ja, einen Dickkopf hat man ja. Ja. Staat hat mich gezwungen. Ja, das ist gar nicht so einfach, wenn man dann inhaftiert ist. Es sind sämtliche Kreditkarten ungültig. Ja. Konten werden gekündigt. Man ist ja nichts. Ja, dann habe ich halt meine Steuern wieder gezahlt. Aber ich trage keine Verantwortung mehr. Denn ich teile dem Finanzamt im Gesamten mit, jeden Monat, dass ich nicht bereit bin, dass von den Steuern, die ich zahle, direkt oder indirekt Mehrwertsteuer, dass da ein Cent in Rüstung und Militär fließt. Machen Sie es trotzdem, tragen Sie die volle Verantwortung, so wahr mir Gott helfe. Ich habe die Verantwortung abgegeben. Wenn ich in der Bevölkerung so frage, wer ist für Militär, wer ist für Rüstung, wer ist für Krieg, da sagen alle nein. Und wenn ich irgendwann nachfrage, wer hat schon beim Finanzamt reklamiert? Oh, ich traue mich nicht, weil da werde ich dann auf die schwarze Liste gesetzt. Also trage lieber weiterhin die Verantwortung. Jeden Tag werden Menschen getötet. Und das muss uns bewusst sein, die haben nicht das Geld, die Munition zu zahlen. Das haben die nicht. Dann wäre der Krieg schon ganz schnell beendet. Also, wir liefern. Das Volk zahlt ja. Das sind so viele, viele Kleinigkeiten, die Gewicht haben. Probiert's mal. Schreibt doch mal dem Finanzamt. Habt den Mut. Ich gebe euch nur einen Tipp. Schreibt dazu, wir sind weiterhin bereit, unsere geforderten Steuern zu zahlen. Weil sonst könnte es bei denen ja ein Missverständnis geben. Ja, bei Silvia gab es ein Missverständnis, da haben sie gemeint, sie will überhaupt keine Steuern mehr zahlen. Obwohl sie nur geschrieben hat, dass sie nicht will, dass ein Cent in Rüstung fließt und in Militär. Haben sie gemeint, die will keine Steuern mehr zahlen. Hat das Finanzamt eine Überprüfung gemacht. Deshalb, wir haben dazu gelernt, dazu schreiben, wir sind bereit, Steuern zu zahlen. Ich bin bereit, meine Steuern zu zahlen. Nur nicht in der Verteilung. Da nehme ich mich aus der Verantwortung raus. Weil ich habe genügend Karma in meinem Leben mir aufgeladen. Da brauche ich jetzt auch noch.
Das nehmen wir alles so leicht. Ja. Am besten ist, man macht sich keine Gedanken. Dann belastet es nicht. Aber wir kommen nicht dran vorbei. Eigentlich hat es unsere Vergangenheit ja bewiesen. Wir haben lang genug uns keine Gedanken gemacht. Ja, und was haben wir heute? Mehr als uns bewusst ist. Wir Menschen zerstören bewusst. Und jeder macht mit, leider, leider, ich auch. Ich habe es auch noch nicht geschafft, ganz von der Sache wegzukommen. Ich produziere noch Abfall. Ja. Ich fahre noch Auto. Gut, ich habe viel investiert. Wir haben den Motor fast abgasfrei. Ich fahre mit Gas. Fast. Ja. Aber es reicht nicht aus. Ich bekomme auch noch plastikverpacktes Material. Wenn ich irgendwo was bestelle und es kommt dann mit der Post, dann ärgere ich mich. So ein kleiner Inhalt und so ein Plastikpack. Wenn wir es nicht mehr annehmen, wenn wir drüber treten, verändert sich's. Wenn wir unsere Mitmenschen mitnehmen in das Bewusstsein, ja, dann komme ich halt mit meinem Stoffsackel in den Supermarkt und verlange da nicht eine Plastiktüte. Da bringe ich halt mein Gefäß mit, wo das, was ich kaufe, in das Gefäß einpackt wird, nicht in einen Plastikbecher. Da fängt das Umdenken an. Und das können wir nur miteinander schaffen. Nicht warten, bis man Gesetze macht. Die werden nie kommen. Das Volk muss das tun. Der Stamm hält das Volk am Leben. Nicht der Medizinmann, nicht der Häuptling. Der Stamm. Wir brauchen die Naturvölker, um in dieses Bewusstsein wieder hineinzuwachsen. Vergangenes Jahr wurde ich eingeladen nach Grönland. Dort haben sich Ältesten getroffen. Also nicht die Alten im Rollator und mit einer Krücke, sondern die Ältesten aus dem Volk gerufen, dank ihren Weisheiten. Ja, und da war das Thema das rapide Abschmelzen des gewaltigen Eises auf Grönland. Die Eingeborenen dort, die konnten sich da keine Erklärung finden, warum das Eis so rapid schmilzt. Ich habe immer wieder davon gehört, konnte mir es auch nicht vorstellen, dann habe ich es mit eigenen Augen gesehen. Im Eis eine konstant
exakte Temperatur von minus 7 Grad. Außen eine Temperatur von minus 40 Grad. So viel haben wir in der Physik auch gelernt. Da gefriert Wasser. Und dann fragen wir uns, wie kann das sein, bei diesen Temperaturen, wir haben es nachgemessen, stimmen, dass da das Wasser aus dem Eis in Flussstärke herausschießt. Und das gesehen habe, bin erschrocken. Ja. Was geschieht da? Wir Menschen sind habgierig. Und viele Länder haben ein großes Auge auf das Land Grönland. Das ist ein Riesenkontinent. Hätte ich nie geglaubt, dass das Land so groß ist. Auf der Karte schaut es schon auch groß aus. Aber wenn man da mal drüber fliegt, ja, dann ist das vom nördlichsten Punkt von Norwegen bis Algerien, von der Atlantikküste bis an die Grenzen Polen-Russland. So groß ist das Land. Und unter dem Eis, teils 3000 Meter dick Eis, da liegen Bodenschätze in einem unbeschreiblichen Wert. Und jetzt wollen die Großmächte an die Bodenschätze. USA, Russland, China. Ja, was macht man, dass man hinkommt? Man schmilzt das Eis ab. Mit Mikrowellen. Die Amerikaner haben in Alaska oben eine Riesenanlage gebaut mit dem Begriff HARP. Ganze Wälder Antenne. Antennenmast an Antennenmast. Größer als wie unsere Wälder. Und da wird Mikrowellen erzeugt. Die kann man ganz gezielt in die Ionosphäre abgeben. Dort werden sie reflektiert und kommen je nach Steuerung dorthin, wo man es haben will. Das passiert in Grönland. Redet man mit der Wissenschaft drüber, gebt mir eine Erklärung, wo das Wasser herkommt, bei diesen Temperaturen. Da schweigen sie. Da schweigen sie. Da sieht man doch, die glauben, wie dumm wir sind. Nee, da reden wir offen. Ja, im Moment ist noch das Gefühl da, wir sind machtlos. Und trotzdem, wir haben die Macht. Das Volk hat die Macht. Es muss uns nur bewusst werden. Und wir müssen gemeinsam alle Nein sagen. Aber solange jeder von dem Kuchen was haben will, lässt man es laufen. Ja, das war das Hauptthema bei diesem Ältestentreffen. Wir haben da uns das anschaut vor Ort, weil sonst glaubt man es ja nicht, und haben versucht, miteinander auf den Punkt zu kommen, wie kann man das stoppen? Es war schwierig. Einer der Grönländer hat gesagt, ich weiß nicht, wie viele Minuten er an der UNO gesprochen hat. Hat es alles offengelegt. Ist nichts passiert. Er fühlt sich nicht verstanden. Und das gab mir den Impuls, dass ich gesagt habe, das Ältestentreffen müssen wir weiterführen. Und so haben wir
2017 im Sommer in der Nähe von Münden das zweite Ältestentreffen gehabt. Kamen Älteste aus Bolivien, Peru, Mexiko, aus Naturvölker, einfache Leute, aber im Volk eine Stimme. Und sie tragen all das Wissen aus Kanada, aus den USA, Grönland, Europa. Und wir saßen dann 3 Tage zusammen und haben beratschlagt, wie können wir unsere Völker aktivieren? Wie können wir dieses Bewusstsein, was wir uns erarbeitet haben, indem wir die Missstände etwas kritischer angeschaut haben, wie können wir das unters Volk bringen? Ja, ist nicht einfach. Gut, in den Naturvölkern, da werden die Ältesten gehört. Ja, die machen ihre Ratssitzungen und das Volk hat so viel Bewusstsein, was die Ältesten mit ihren Weisheiten beratschlagen, das muss das Volk umsetzen. Ja. Wir europäischen Ältesten, wir tun uns da schon ein bisschen schwerer. Ja. Ja. Man darf gar nicht mehr alles sagen. Man will es nicht hören. Man versucht gleich mit Gegenargumenten das zu dämpfen. Aber wir lassen nicht locker. Und deshalb haben wir beschlossen, 2019 kommt das dritte Ältestentreffen. Und das findet diesmal in Österreich statt. Ja, wir sind dabei, das zu organisieren. Es findet in Blumau, in der Rogner-Therme, findet es statt. Das ist immer ein großes finanzielles Problem. Weil die Ältesten, die können es nicht finanzieren, dass die nach Deutschland kommen oder nach Österreich. Die haben das Geld gar nicht. Die könnten nicht einmal die Übernachtung zahlen. Die Völker selbst sind auch arm. Regierungen unterstützen es nicht. Und deshalb sind wir aktiv geworden. Und wir betteln das Geld zusammen. Mein Großvater hat immer gesagt, vom Betteln wird man nicht arm, höchstens unbeliebt. Ja. Wir haben es dieses Jahr geschafft, mit enormen Anstrengungen haben wir es geschafft, dass wir alle Ältesten, die wir geladen haben, die zugesagt haben, dass wir die kommen lassen konnten. Für nächstes Jahr ist dann in einer größeren Dimension geplant. Wir laden Ältesten aus Sibirien, aus der Mongolei, aus Australien. Wie wir es finanzieren, wissen wir es noch nicht. Aber wir glauben, dass wir es schaffen. Ja. Wir betteln wieder. Und wir sagen, alle dürfen mitbetteln. Ja, wir haben in Österreich einen Verein gegründet, Changlesa Takada, Kreis der Zukunft, gemeinnütziger Verein. Und über diesen Verein wird das alles organisiert. Wir haben sehr viele ehrenamtliche Helfer. Und es ist auch nicht möglich, man glaubt gar nicht, was da alles erforderlich ist. Ja.
Grönland war einfach, da sind wir draußen gesessen in der Natur. Ja, die 10 Tage im Zelt geschlafen, auf dem Permafrostboden, bucklig. Kalt war es, der Wind, der war eisig kalt. Ja, da war es ein bisschen einfacher. In München war es ein bisschen schwieriger, da haben wir Halle anmieten müssen. Dann haben wir Dolmetscher gebraucht, die simultan übersetzen in den verschiedenen Sprachen. Ja, und das waren Kosten, Kosten, Kosten. Ja, da habe ich bei Nacht dann nicht mehr so ruhig geschlafen, weil ich habe mit meinem Namen und mit meinem ganzen Vermögen, das ich nicht habe, gehaftet. Ja. Ich habe gesagt, ich gehe das Risiko ein. Einen Strick kann ich mir am Schluss vielleicht immer noch leisten, aber den haben wir nicht gebraucht. Ja, wir haben das tatsächlich geschafft. Und wir sind fest davon überzeugt, wir schaffen es auch dieses Jahr, 2019. Und da darf ich einfach wieder betteln. Auf dem Flyer ist Kontonummer drauf, wo man die Spenden überweisen kann. Wir brauchen jeden Euro. Ja, zur Ältester rechnen wir im Schnitt 2000 Euro Flug und etwa 1500 Euro Übernachtung, Essen und das Ganze drumherum. Ja, und ich habe geplant, dass wir so 60 Ältesten dieses Jahr, nächstes Jahr laden. Wir sind jetzt schon dabei. Es ist immer die große Frage, für wie viel es möglich ist, auch oft politisch. Weil die haben teils keine Pässe, die müssen einmal zuerst schauen, dass sie einen Pass bekommen. Und da müssen sie angeben, für was für Zweck, wo sie hinreisen. Und wenn die dann klar sagen, dass das um das Thema geht, bekommen sie keinen Pass mehr. Ja, dann müssen sie da immer schlau sprechen. Wir wissen das von dem Ältesten aus Peru. Der hatte große Schwierigkeiten. Ja, der hat noch zu dem Ältestentreffen ein kleines Büchlein geschrieben. Und ist jetzt dabei, ein größeres Buch im größeren Ausmaß für das nächste Ältestentreffen schreiben. Wo er berichtet, wie die Naturvölker Mutter Erde sehen, was wir erwarten. Wie wir in das Bewusstsein kommen, wie unser Respekt Mutter Erde gegenüber wieder wächst. Dass wir auch mal bereit sind, auf etwas zu verzichten. Wenn man es genau anschaut, wir verzichten auf nichts. Sondern wir gewinnen unsere Gesundheit. Wenn wir zurückblicken, die ganzen Jahre, ich beobachte das jetzt schon, die ganzen Jahre als Medizinmann. Ich mache viele Heilarbeiten mit Menschen. In welchem Ausmaß die Krankheiten zugenommen haben. Krankheitsbilder, die wir früher nicht kannten. Die Ursache, unsere Umwelt. Schauen wir doch einmal unsere Lebensmittel an. Na, es sind keine Lebensmittel mehr, Nahrungsmittel. Was steht da drauf? Wie viele E? Ja, da fällt nur eins. Das E605. Weil das wird uns Menschen dann der Garaus machen. Aber wie viel E sind da drin? Farbstoffe, Konservierungsstoffe.
Ich habe vor einiger Zeit mit einem Mann geredet, der in einer kleinen Gemeinde arbeitet, er so nebenbei als Totengräber. Er hat gesagt, wenn man früher ein Grab aufgemacht hat, nach 12 Jahren, 15 Jahren, da war nicht mehr viel da. Ja, er hat gesagt, heute machen wir auf, müssen wir wieder zumachen. Weil der Körper konserviert ist, verwässt nicht mehr. Ja. Schauen wir unsere Gewässer an. Es sind nur wenige Gewässer, wo man sagen kann, da traue ich mich noch draus zu trinken. Ja. Und das lege ich jetzt in euer Herz. Ihr lieben Geschwister, dankt dem Himmel, ihr lebt noch in einem gelobten Land. Ja. Hier kann man noch das eine oder andere Wasser noch trinken. Das eine oder andere Stück Land ist noch heiles Land. Opfert's nicht. Setzt alles dran, dass erhalten bleibt. Ich wünsche, das könnte jeder Mensch aus der Sicht der Naturvölker sehen. Wir laden ab und zu mal aus den Naturvölkern, jetzt schwerpunktmäßig indianischen Völker, Menschen zu uns ein. Die erschrecken. Was habt ihr für eine Welt? Bei uns sind die Flüsse glasklar. Da sieht man auf dem Grund, da sieht man die Fische schwimmen. Hier ist nicht mehr die blaue Donau, sondern die graue Donau. Und dann muss man von Menschen hören, ja, wohin mit dem Abfall? Ja, die Frage ist berechtigt. Wir müssen nicht fragen, wohin, sondern weniger. Weniger Abfall produzieren. Wenn man das heute anschaut, gehen wir mal hinter einen Supermarkt. Dann schauen wir mal in die Container rein, was da drin liegt. Es tut dem Herzen weh. Kistenweise Brot, Backwaren, kistenweise Früchte, Gemüse. Wird weggeworfen. Und auf der anderen Seite hungern Menschen. Ja. Wir dürfen das nicht zulassen. Da müssen wir unsere Stimme erheben. Ja, kommt man in Versuchung und nimmt da noch original verpackte Bananen, da kommt schon ein Mitarbeiter raus, ob ich hier einen Diebstahl begehe. Verschwinde, ich rufe die Polizei. Wir Menschen schauen das einfach so oberflächlich an.
Wir müssen es tiefer anschauen. Weiß nicht, wie viel tausend Tonnen Obst einfach vernichtet wurden, um den Preis zu halten. Warum ist man nicht bereit? Okay, dieses Jahr gibt es viel Obst, dieses Jahr kostet Apfelsaft weniger. Die Menge macht's. Nee, man will den gleichen Preis erzielen wie das vergangene Jahr. Der Kunde zahlt ja. Da muss die Menschheit umdenken. Hier fängt es an. Wir schauen immer nur das Große an, wo man von vorne weg weiß, da ist schwierig, was zu verändern, irgendetwas zu tun. Und das, wo man was ändern kann, das übersieht man dann. Mutter Erde ist ein lebendiger Organismus. Wir wissen nicht, wie lange Mutter Erde mit uns dieses Theater noch spielt. Wir sehen es ja. Es regnet kaum mehr. Flüsse trocknen aus. Ich war am Bodensee. Bin erschrocken, wie weit das Wasser zurückging. Warten wir bis zum letzten Moment, dann ist es zu spät. Und da fragt sich so der eine oder andere, was kann ich tun? Von uns kann jeder ein Gebet sprechen. Wir haben einen ganz engen Kontakt zu unseren Ahnen. Auch zu Ahnen, die aus der Zeit kommen, wo nur heile Welt war. Da muss man in Nordamerika nicht so weit zurückgehen. Im Osten ungefähr 500 Jahre, in der Mitte etwa 300, 350 Jahre. Da hatten die Völker noch eine heile Welt. Da gab es keine Kriege. Deshalb haben wir in unseren Sprachen kein Wort für Krieg. Ich habe zu meinem Großvater mal gesagt, weißt Großvater, ich verstehe die Welt nicht. Du lehrst mir Achtung und Respekt vor dem Leben. Du machst tagelang Zeremonien, bevor die Jäger zur Jagd gehen. Du sprichst Gebete, bevor du Heilkräuter pflückst. Wenn du Schwitzhütte machst, fragst du den Stein, ob der mitgehen will, um durchs Feuer die Hitze in die Schwitzhütte zu bringen. Und wenn man so die Geschichte anschaut, die brutalen Indianer, Matterpfahl, und hat er gelacht und hat gesagt, Hollywood. Du hast viel Hollywood geschaut. Er hat gesagt, das ist nicht unsere Welt.
Das hat unsere Herzen zerstört, als wir unsere Familien verteidigen mussten, weil das Christentum uns der Krieg gebracht hat. Wir hatten vorher keinen Krieg. Wir hatten Achtung und Respekt vor dem Leben. Wir sind alle miteinander umgegangen wie Brüder und Schwestern, obwohl wir unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Dann kamen die Weißen mit ihrer Religion und haben uns das Töten gelernt. Es hat mir zum Denken gegeben. Und das ist das, was unsere Ahnen nicht verstehen, wenn sie auf unsere Welt mal schauen. Was haben wir aus Mutterde gemacht? In der Gleichgültigkeit, Oberflächlichkeit, Respektlosigkeit, Mutwillen, Habgier. Ja, wir wollen immer mehr. Die einen werden bettelarm, die anderen werden Milliardäre. Ein ungleiches Verhältnis. Es war meinem Großvater seine größte Sorge im Volk, die Zivilisation fernzuhalten. Weil die jungen Menschen, die waren auch begeistert von der Zivilisation. Die waren happy, wenn sie eine Sonnenbrille gehabt haben, wenn sie ein Handy am Gürtel gehabt haben, ohne Akku. Es gab auch keinen Sender, aber man hat ein Handy gehabt. Einfach zu zeigen, wie Kinder das Spielzeug, ja, bei Handy. Ja, da hat Großvater Sorge gehabt. Wenn die Jugend das holt, dann wandert die Zivilisation in den Norden. Die Menschen verlieren dann die Spiritualität. Auch meine große Sorge, dass die letzte Form der Spiritualität auf unserem Planet Erde nicht verloren geht. Durch Gleichgültigkeit, Oberflächlichkeit. Es ist halt so. Und zur Entschuldigung, ich kann ja nichts ändern. Doch. Was glaubt ihr, was das auf unserem Planet Erde auslösen würde, wenn 2/3 der Menschheit zur gleichen Zeit ein Gebet sprechen würden? Da würden unsere ganzen Regierungsleute davonlaufen. Die können sich nicht mehr an ihre Plätze halten. Oder zweifeln wir an Gott? Leider, ja. Wie viele Menschen kommen mit ihrem gesundheitlichen Problem? Kannst du mir helfen? Dann sage ich nicht, aber das Universum. Du musst einen Anteil dazu tun. Ja, es wäre schon gut, wenn es glauben könnte. Da brauchen wir keine Religion dazu. Da brauche ich keine Kirche dazu.
bin mein eigener Priester. Ich habe es hier im Herzen. Nicht von außen. Das ist so einfach. Macht ihr mal. Nee, wir müssen es selbst machen. Und das fängt an im Bewusstsein des, was ich lehre. Jedes Wochenende, irgendwo, alle 2 Monate, bin ich auch hier in Österreich, in Niederösterreich, wo ich Menschen das Bewusstsein lehre. Wo Menschen das Beten lernen. Fällt mir gerade im Moment ein. Wurde ins Pfarrhaus geladen. Die Pfarrköchin hat mir angerufen. Am alten Priester, der kurz vor der Pension ist, dem geht es so schlecht. Ja. Ob ich nicht einmal kommen würde, um schauen, ob im Pfarrhaus alles in Ordnung ist. Aber ich sage, da muss der Herr Pfarrer schon auch mit einverstanden sein. Ja, ja, dem ist das egal. Er hat gesagt, das ist ihre Sache. Und sie bestellt mich. Ja. Habe einen Termin gehabt. Ich schaue dann auch die Schlafstellen an. Der Raum, dass er positive Energie ist. Oder ob da unruhige Energie ist. Ob Verstorbene mit im Raum sind, die Unruhe schaffen, gerade bei Priester. Ist das ein bisschen ein Problem, weil wenn man ins Jenseits kommt, da kommt man nicht in den Himmel, das kann ich euch gleich sagen. Sondern da sieht man das mit klaren Augen, was Wahrheit ist. Ja, und da kommen natürlich dann viele Seelen und machen ihren Priestern Anklage. Ja. Du bist schuld, dass ich nicht in den Himmel gekommen bin, den du predigt hast. Und so weiter. Also schaue ich da. Das ist die Aufgabe der Schamanen und der Medizinmänner. Ja, habe so Zimmer angeschaut, seine Schlafstelle. Haben wir das Bett umgestellt. An der Stelle war keine gute Energie. Dann hat sie gesagt, ja, wenn ich schon da bin, ob ich auch ihre Schlafstelle anschaue. Habe ich gesagt, selbstverständlich, ich schaue alles an. Habe ihre Schlafstelle angeschaut. Und dann hat sie gesagt, jetzt weiß sie nicht so recht, wie sie das sagen soll. Aber sie sagt es jetzt einfach, wie es ist. Sind Sie auch bereit, unsere Schlafstelle anzuschauen? Ja. Ja, ich kam in ein schönes Großzimmer, Doppelbett. Ja. Ja, und in der Zwischenzeit war es noch Mittagszeit, kam der Herr Pfarrer nach Hause. Wir haben uns gut unterhalten und dann hat er gesagt, ja, ich könnte ja zum Essen da bleiben, er lädt mich ein. Da saßen wir am Tisch, die Köchin, die hat kochen können. Ja, Suppe ausgeschöpft, oh, die hat schon vom Dampfen her gut gerochen. Ja, und meine Mutter hat mir irgendwann mal gelehrt, wenn man irgendwo Gast ist, dann fängt man zu essen an, wenn der Gastgeber ist. Der Herr Pfarrer hat nicht angefangen zum Essen. Der ist nur unruhig an seinem Platz gesessen. Irgendwann hat die Suppe schon gar nicht mehr dampft. Und wo er dann gemerkt hat, er kommt nicht dran vorbei, dann hat er so verlegen mich gefragt, darf ich beten? Bei uns ist so Brauch, dass man betet zum Essen. Dann habe ich gesagt, selbstverständlich, bei uns auch. Der Mann war glücklich. Der hat gleich alle Teller genommen, wieder in den Suppentopf zurückgeschickt. Sie mussten mal aufkochen. Und dann hat er sein Gebet gesprochen. Ein ganz einfaches Kindergebet. So ähnlich, ich bin klein, mein Herz mach rein.
habe meinen ganzen Mut zusammengenommen. Und habe dann, wo er fertig war, gesagt, Herr Pfarrer, sind Sie sich bewusst, was Sie gerade gebetet haben? Der hat kurz die Augen zugemacht, hat einen roten Kopf bekommen, hat seine Gebetengedanken nochmal gesprochen. Dann hat er gesagt, ja, so haben wir es halt gelernt. Wie beten Sie? Dann habe ich gesagt, das kann ich so nicht erklären, das muss man machen. Darf ich? Ja, bitte, bitte. Ja, habe ich das Gebet gesprochen. Aus dem Herzen heraus. Ja, in ein kraftvolles Chikiyayo, wie es in unserer Sprache heißt. Zwiesprache. Und dann gab es Suppe. Ja, und wo wir fertig waren mit dem Essen, dann hat er gesagt, was machen Sie heute Nachmittag? Dann hat er gesagt, ich fahre wieder nach Hause. Können Sie nicht da bleiben und mir das Beten lernen? Ja, bin da geblieben. Wir haben den ganzen Nachmittag gebetet. Zwiesprache. Und hat gesagt, warum steht es in keine Bücher? Und hat gesagt, weil man sowas nicht in Bücher schreibt. Wenn wir nur miteinander was reden würden, was im Buch steht, dann würdet ihr sagen, das ist eine langweilige Geschichte, weiß der nichts. Wir sprechen aus dem Herzen. Ja, sprechen wir unser Gebet aus dem Herzen. Dann können wir dran glauben. Und wenn Gott uns nicht helfen kann, wer soll dann helfen? Wir bitten die allmächtige Kraft, die höchste Kraft, und wir glauben nicht. Ja, so ungefähr, wenn einem jemand was geben will, es braucht es nicht. Ist nicht notwendig. So ungefähr. Ja. Doch es ist notwendig. Und das ist das, was ich den Menschen lerne. Das Gebet. Aus dem Herzen, und dann kommt es in Kraft, und dann kommt die Erfüllung. Den Kontakt mit den Ahnen. Die wissen, wie eine heile Welt ausschaut. Weil zu deren Zeit war die Welt noch heil. Die können uns sagen, was wir ändern müssen. Wir müssen nur bereit sein, diesen Schritt zu tun. Ja, und so darf ich erleben, was mein Großvater gesagt hat, es wartet viel Arbeit auf dich. Ja, ich habe viel, viel Arbeit. Ich habe keine Zeit zum Sterben. Ich habe es ein paar Mal schon probiert, zwischendurch, aber es wird nichts. Es wird nichts. Ja. Ja, ich habe das erlebt, da ging mir es ganz, ganz schlecht, körperlich. Ich habe dann um eine Heilzeremonie gebeten. Alle meine Schüler, die in der Gruppe da waren, haben gesagt, jetzt seid ihr gefordert. Ich brauche jetzt eine Heilzeremonie. So wie ich es euch gelernt habe, so gebt ihr es jetzt mir zurück. Schafft die Verbindung zum Universum. Ja. Und dann lag ich da, auf dem Bisonfell. Ihr habt Augen geschlossen. Und dann ging in mir der Prozess los. Als würde jemand neben mir stehen und sagen, jetzt musst du dich entscheiden, ob du gehst oder ob du bleibst. In dem Prozess war alles so leicht. Da war der Blick offen ins Jenseits. Die ganzen Ahnen standen da.
Okay. Da tut mir nichts mehr weh. Da brauche ich mir um nichts mehr sorgen. Könnte gehen. Ja, dann habe ich die Augen aufgemacht. Da saß kein Schüler mehr auf seinem Platz. Alle standen dicht an dicht um mich herum und jeder hat geweint. Die haben genau gespürt, was ich in dem Augenblick entscheiden muss. Wo ich das gesehen habe, habe ich gesagt, da kann ich gehen. Die brauchen mich. Bin geblieben. Und dann kam der Kopf, als ich zu Hause war, kam der Kopf. Wie hätte das gehen sollen, wenn du jetzt gesagt hast, ich gehe? Hat nur 5 Minuten gedauert. Ich habe einen Asthmaanfall bekommen. Das heißt, ich habe eingeatmet, konnte nicht mehr ausatmen. Hab gekämpft mit mir, wollte immer noch mehr einatmen. Ja, niemand war bei mir, war ganz alleine. Ich weiß nicht, wie lange ich gekämpft habe. Keine Energie mehr gehabt, um ein Telefon zu kommen. Ja, bin ohnmächtig umgefallen, da weiß ich nichts mehr. Ich weiß nicht, wie lange ich da gelegen bin. Irgendwann habe ich anscheinend wieder geatmet. Ja, da haben die mir gezeigt, wenn ich Nein gesagt habe, werde ich nicht mehr zu mir kommen. Kann euch sagen, da kommt aus tiefem Herzen ein Danke. Ja. Ich habe nie im Gebet so viel Dank geben können wie da. Das ist, was wir Menschen erleben müssen. Ja. Nicht nur glauben, da kommen wir nicht weit mit Glauben. Es war nur kurze Zeit, nachdem ich zum Großvater kam, wo er gesagt hat, weißt, ich bewundere dich, was du alles glaubst. Hör auf zu glauben. Mit dem kommst du nicht weit, was du alles glaubst. Du glaubst an einen Gott, du glaubst an einen Christus, du glaubst an die Heiligen, du glaubst an alles Mögliche, was du mir da erzählst. Hör auf damit. Ja, es war nicht einfach, aber ich habe es geschafft. Ich glaube heute an keinen Gott mehr. Ich glaube an keinen Christus mehr. Und dann die Heiligen und Scheinheiligen sowieso nicht. Ich erlebe Gott. Ich erlebe Christus. Und das ist ein Unterschied. Glaube wird ständig von Zweifel angegangen. Immer hat man Probleme, wenn man es anzweifelt. Ist es so oder ist es nicht so? Was ich erlebt habe, das kann mir niemand nehmen. Selbst wenn ich hinunterkäme und der Papst wird da vorbeikommen, wird sagen, euch gibt es nicht. Dann müsst ihr lachen. Und dann sage ich, ich habe sie erlebt. Gestern, da hätte ich ihm vielleicht noch geglaubt. Heute nicht mehr. Ja, das ist der Unterschied. Ich muss erleben. Ich muss meine Gebete erleben. Ja. Da fängt es an. Nicht irgendwo so wissenschaftlich bla bla bla. Nee, im Herzen. Wenn wir in unser Herz wiederkommen, dann fühlen wir auch unsere Mutter Erde. Und nur dann können wir was ändern. Wenn zu mir jemand sagt, oh, draußen ist eine schlechte Luft und so weiter, da werden Menschen krank, es schlägt auf die Lunge,
Ja, es kann ja sein. Da wird die jetzt viel machen. Da wird die immer sagen, mir macht es nichts aus. Ich mag ja nichts. Wenn ich was merke, dann tue ich was. Ja, dann tue ich was. Und eigentlich ist unsere Mutter Erde im Moment so weit, dass wir es eigentlich schon merken müssten. Da stimmt im ganzen System nichts mehr. Unsere Welt ist am Sterben. Die Natur stirbt. Schleichend. Und das Problem. Ja. Es ist erschreckend, wenn man sagt, wir haben jetzt 70-80% weniger Insekten. So wie am Anfang das angesprochen wurde. Wenn ich früher von München nach Berlin gefahren bin, habe ich mindestens zweimal die Windschutzscheibe putzen müssen, weil sonst hätte ich nichts mehr gesehen. Jetzt fahre ich nach Berlin rauf und runter und habe vielleicht 3 Kleckse dort. Das ist mir diesen Sommer aufgefallen. Die Insekten, das ist die Nahrung für unsere Vögel. Und der Rest, was die Vögel finden, das ist dann noch vergiftet. Ja, ich habe einen wunderschönen Steinadler. Der wurde vergiftet. Ja, nicht abgeschossen. Der ist an Gift gestorben. Ich habe jetzt die Tage gelesen, das enorm hohe Sterben von Greifvögeln in den Windparks, die erschlagen werden von den Windrädern. Erschreckend hohe Zahl bei Nachtfledermäusen. Ja, da haben die einen Film gezeigt, wie am anderen Morgen das da ausschaut, wo die toten Fledermäuse liegen, am Boden schwarz. Ja, Hunderte. Immer wieder ein Greifvogel dazwischen. Es ist nicht alles so gut, was wir uns als gut vorgaukeln lassen. Hat alles 2 Seiten. Ja, da muss man schauen, welche Seite hat das größere Problem. Im Moment reden wir alle von Elektroauto. Wenn man das im Gesamten anschaut, wenn man die Ingenieure hört, produziert so ein Elektroauto viel mehr Umweltprobleme als ein Diesel oder Benziner. Viel mehr. Ja. Ist nur anscheinend im Außen, weil es flüstert so ein sauberes Auto. Aber die Herstellung, allein die Batterien, ja. Da wo man die Bodenschätze abbaut, in Chile und so weiter, haben wir die Landschaften gezeigt. Ja. Die Menschen wollen ein bisschen Geld verdienen, opfern ihre Gesundheit. Und da haben sie dann ein ganz krasses Bild gezeigt. Da haben sie dann so einen alten Dieselmotor gehabt, der einen Generator angetrieben hat, mit dem sie die Batterie vom Elektroauto aufgeladen haben. Ja. Das, was wirklich Probleme bringt, das wird nicht angeschaut.
Schauen wir auf unsere Weltmeere. So viele Dieselauto wurden in Deutschland noch nie produziert, was also ein Kreuzfahrtschiff an einem Tag in die Luft pestet. Da schweigen die Medien. Deshalb nicht alles glauben, sondern muss man sich selbst davon überzeugen. Wir hätten die freie Energie, funktioniert wunderbar. In Russland wird es praktiziert, im größeren Maßstab. Ja? Ich hoffe, dass Putin es schafft. Der will dem Westen eins neiwirken, indem er diese freie Energie freigibt. Ja? Dann kaufen wir eben die Generatoren in Russland. Ja? Hat jeder zu Hause so ein kleines Ding stehen, produziert seinen eigenen Strom. Heizung, alles. Ja. Und dann kommt wieder unsere Regierung und verbietet es. Weil die große Wirtschaft ihre Fälle davon schwimmen sieht. Ja. Und wir machen es dann wieder mit. Ja. Wir müssen über uns selbst Gedanken machen. Wie reagieren wir? Ja? Wir haben doch manchmal schon ein Problem, wenn man es hört. Hoffentlich nicht. Doch, da bin ich bereit zu kämpfen. Da bin ich bereit zu kämpfen. Ich habe neulich auf Facebook was veröffentlicht. Wir gedenken jedes Jahr an die Geschwister Scholl und an von Stauffenberg. Beide wollten ja der Adolf rechtzeitig absetzen. Wo sind die heutigen Geschwister Scholl und wo ist der heutige Stauffenberg? 3 Stunden später war mein Facebook gesperrt. Ja, darf man nicht sagen. Ja, da überlegt man schon, soll ich jetzt Angst haben? Und weiterhin, ja, ja, ihr macht schon gut. Oder ich schaue mir es genauer an und sage einfach nein. Ja. Wir sind das Volk. Wir fangen an zu leiden. Wir müssen die Probleme austragen, wenn sie da sind. Und deshalb müssen wir jetzt lebendig werden. Nicht, wenn es zu spät ist. Ja, deshalb bin ich hier. Muss man mal erst anschauen. Ja, das ist, wenn der Indianer redet, dann hört er nicht mehr auf. Ja. Ich bin recht dankbar. Und dann muss ich sagen, dann hat sich der Abend rentiert, dass ich hierher gefahren bin. Ich habe gedacht, das nimmt kein Ende mehr. Ja, ich habe gesagt, nur ein Stückchen, dann sind wir ja schon in Wien. Ja. Ich bin recht dankbar, wenn ich euch beunruhigt habe. Ja. Ja. Nur in der Unruhe macht man sich Gedanken. Der Alltag erinnert uns. Bah, ja genau, da hat er davon geredet. Ja. Was kann ich tun? Ja. Das Erste, was man tun kann, wir bitten die geistige Welt um Lösungen. Wir bitten das. Unsere Verantwortlichen den Mut haben, in die Verantwortung zu gehen. Und wenn nicht,
Universum hat Möglichkeiten abzusetzen. Mein Großvater hat immer gesagt, wenn ihn jemand geärgert hat, ich bitte jetzt Wakantanka, in unserer Sprache Gott, dass er den beschäftigt. Und wenn wir das nächste Jahr gekommen sind, wir sind immer so, wir haben eine große Tour gemacht im Norden von Kanada, jedes Jahr ungefähr 3000 Kilometer mit dem Pferd. Wenn im nächsten Jahr gekommen ist, dann hat Gott gesagt, oh, den hat der Herrgott beschäftigt. Ja, der war todkrank. Ja. Schau, Beschäftigung. Ja. Ja. Da würde ich sogar das akzeptieren. Ein bisschen gehässig, bevor alles der Bach runter geht. Ja. Ich spreche noch schon ein Gebet, dass er wieder gesund wird. Ja, das müssen wir Gott überlassen. Ja. So mancher hat gesagt, oh, vor den Schamanen muss man Angst haben. Ich habe gesagt, von mir nicht. Von mir nicht. Weil das kann ich alles gar nicht, was die anderen Schamanen können. Auch wenn ich es schon mal probiert habe vielleicht. Ja, es hat nicht funktioniert. Aber ich weiß, was der große Schöpfer in die Hand nimmt. Das funktioniert. Und warten wir nicht, bis Mutter Erde sich bewegen muss. Ja. Alter Prophet hat gesagt, Mutter Erde wird sich 24 Stunden schütteln wie ein lausiger Pelz. Weltweit. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Kontinente werden sich verändern. Die Meere werden sich verändern. Auch die Indianer haben alte Weissagungen. Der Atlantik und der Pazifik wird sich wieder verbinden, mitten durch die USA durch. Kanada und USA wird getrennt sein durchs Meer. Was muss da in Bewegung kommen, dass sowas geschieht? Woher sind die Berge hier gekommen? Da war was in Bewegung, dass das nach, von unten nach oben getrieben hat. Und da sind wir Menschen dann so klein. Wenn man das schon mal erlebt hat, ein Erdbeben. Ich habe es einmal erlebt in Kirgisien. Da habe ich mich gefürchtet. Das Rumoren, dieser Ton, obwohl das nur wenige Sekunden waren. Aber dieser Ton, der aus Mutter Erde kommt, der hat nicht nur Gänsehaut ausgelöst. Dann sogar die Haare ausgefallen. Wenn man sieht, die Häuser zusammenfallen. Ein fünfstöckiges Haus bis zum ersten Stock einfach in die Erde reingesackt. Nur so schräg drin gestanden. Pah, was sind das für Kräfte? Ja. Oder ein Vulkanausbruch in Mexiko. Das ist. Allein wenn man Kilometer weit weg ist und sieht das. Das bewegt jede Zelle im Körper. Und da spürt man die Machtlosigkeit. Wir wissen von Hochwasser. Ja. Das erlebt man hier im Land. Und das soll nicht unser Maßstab sein, dass, damit wir Menschen was verändern. Machen wir es vorher miteinander. Ja, gehen wir in die Unruhe. Die schafft dann irgendwann die Ruhe. Weil wenn wir jetzt in der Ruhe bleiben, kommt irgendwann die Unruhe. Und das ist nicht gut. Ja, und vergesst nicht ans Finanzamt zu schreiben, gell? Ja, wenn jeder Bürger das machen würde,
der Steuern zahlt. Dann kämen wir auf 80% Steuerzahler, die Nein sagen. 20% gibt immer Badumme. Aber bei 80% Nein, da wird sich zeigen, sind wir in einer Demokratie oder bilden wir es uns nur ein? Wäre die Regierung morgen weg? Müsste sofort eingestampft werden. Gäbe es kein Militär mehr. Eine gute Polizei reicht. Hätten wir Geld, könnten wir die Rentner wieder Renten zahlen. Wie glücklich wären die Rentner? Ich auch. Ja. Ich sage immer, durch mein Taschengeld. Staatliches Taschengeld bekomme ich. Ja, ändern wir es. Hat nur jemand eine brennende Frage? Oder habe ich tatsächlich alles gesagt? Weil dann bleibt nur noch eins. Dass du noch hältst. Ja, danke schön. Ich möchte die Möglichkeit jetzt noch nutzen, einige Informationen weiterzugeben. Und zwar, Dakansina, du hast gesprochen, dass du dieses Wissen, diese Weisheiten weitergibst. Und da möchte ich verweisen auch an unsere Ausbildungsgruppen. In Österreich sind wir in Grumnussbaum in der Nähe von Pöchlern, wo du alle 2 Monate zu uns kommst. Dann besteht eine Gruppe in München, Nürnberg, in Berlin und in Italien, wo du diese Weisheiten und auch Zeremonien weitergibst an uns. Wir dürfen lernen, Gebete zu sprechen. Du hast das schon angesprochen. Wir dürfen Zeremonien lernen, wie die Schwitzhütte. Das ist eine Reinigungszeremonie für Körper, Geist und Seele. Wir dürfen Medizinräder bauen. Das sind Erdakupunkturpunkte für Mutter Erde, Kraftplätze für Mutter Erde, für die Tiere, für die Pflanzen, aber auch für uns Menschen. Wir machen Erdheilzeremonien, von der kleinen Erdheilzeremonie bis zur großen Erdheilzeremonie, die vor einiger Zeit zu uns gekommen ist. Wir dürfen Zeremonien machen zur Reinigung und Heilung der Elemente. Und das ist auch ein Beitrag für unsere Mutter Erde. Ja. Und wenn Sie da auch Plätze wissen, können Sie gerne auch mit uns Verbindung aufnehmen. Nun möchte ich auch verweisen auf unsere Webseite www.ciangliesa-dakata.word für alle Hörer von Okitoki. Es lohnt sich, da mal raufzuschauen. Dakansina, du hast auch gesprochen über das Ältestentreffen. Auch hier haben wir eine Webseite mit www.hilf-mutter-erde.com. Hier finden Sie auch Fotos von den Ältestentreffen heuer und Informationen auf das kommende Ältestentreffen 2019 in Blumau. Und wir dürfen Sie auch einladen, ihr, die ihr hier seid, und auch ihr Hörer, wenn ihr es möchtet, uns zu unterstützen. Wir haben hier eine kleine Kasse,
Und wenn wir einen Beitrag dazu leisten möchten, dieses Ältestentreffen zu finanzieren, das kommende Ältestentreffen zu finanzieren, so würden wir um eine Spende bitten. Und unsere Kontonummer ist auf der Homepage auch zu finden. Und auch Informationen dazu, man kann auch teilnehmen dann beim Ältestentreffen. Es gibt eine große Ratssitzung und eine große Erdheilzeremonie, die öffentlich ist und wo man auch teilnehmen kann. Morgen. Morgen? Bin ja hier. Ja, genau. Morgen Nachmittag, also eigentlich schon am Vormittag zu Einzelsitzungen. Mhm. Und am Nachmittag findet das Seminar Sterben, Tod und das Leben nach dem Tod aus der Sicht des Christentums und des Naturvölker statt. Wenn Sie noch Zeit haben, ganz kurzfristig, von 14 Uhr bis ca. 18 Uhr am Abend. Mhm. Ja, in dem Sinne möchte ich mich bedanken bei dir, Elisabeth. Wo bist du? Da. Danke, dass wir da sein durften, hier an deinem Kraftplatz in Altenmarkt. Danke auch für die Unterstützung bei der Organisation. Und wir wünschen dir auch alles, alles Gute weiterhin. Dankeschön. Und ich denke, Takansina, du hast uns vieles mitgegeben, auch vieles zum Nachdenken und vieles, was vielleicht noch in den nächsten Tagen dann noch rattert und worüber wir nachdenken werden. Ja. Du hast gesprochen über Achtung und Respekt und wir müssen was tun, jeder Einzelne muss was tun für unsere Mutter Erde. Erhaltet euch euer Land, eure Mutter Erde. Und beginnen wir, unsere Mutter Erde mit unserem Herzen zu fühlen, zu spüren. Und geben wir ihr unsere Dankbarkeit, dass wir da sein dürfen, dass sie uns trägt, uns ernährt. Vergessen wir nicht, wir nehmen alles und vieles schon so selbstverständlich. Selbstverständlich, wenn wir rausgehen, ja, dass die Blumen blühen. Selbstverständlich, dass wir Wasser zum Trinken haben. Wo ist unsere Dankbarkeit? Ja. Und du hast auch gesprochen davon, lassen wir unser Herz sprechen, lassen wir uns berühren in unserem Herzen. Und lassen wir auch Mutter Erde unsere Dankbarkeit zukommen. Für das, dass wir da sein dürfen. Und für alles, was euch sonst nur einfällt, worüber ihr dankbar sein wollt und das weitergeben möchtet. In diesem Sinne sage ich danke für den Abend, danke für die Weisheiten, danke für alles, was hineingelegt wurde. Und wenn ich dich noch bitten darf, du hast auch gesprochen über das Gebet, wenn du diesen Vortrag und diesen Abend jetzt für uns mit einem Gebet beenden würdest. Ahe. Am Mittagessen. Wir schaffen es schon. Nein. Oh. Die einen sagen, es ist schon wieder gehässig. Ja. Ja, wir gehen gemeinsam ins Gebet. Einer spricht es und alle beteiligen sich. Ganz einfach, indem man Gedanken mitgeht. Wort für Wort, als würde man die Worte aussprechen. Eine Schwester aus unserer Gruppe, die hat gesagt, weißt,
Das ist gar nicht so einfach. Immer wenn du das Gebet sprichst und im Gebet irgendwas ansprichst, wird die abgelenkt. Ich bin irgendwo aber nicht mehr beim Gebet. Ich vergesse fast, dass das Gebet schon vorbei ist. Wie kann man das ändern? Gut, zu Hause, da spreche ich meine Gebete laut. Weil in Gedanken ist die Gefahr da, dass man abgelenkt wird. Ganz einfach. Da wird was lebendig im Gebet und schon geht man da weg. Wenn ich spreche mit Worte, dann wird es schon schwieriger. Wenn wir dann noch eine Zeremonie dazu machen, eine Handlung, dann ist man noch tiefer dabei. Deshalb haben wir immer unsere Gebetspfeifen, unser Altar. Also Tabak hat die Eigenschaft, dass er feinstoffliche Energien speichert, so wie Wasser. Und durch das Verbrennen vom Tabak setzen wir die Energie wieder frei. Deshalb sprechen wir unsere Gebete in den Tabak und rauchen zum Gebet dann die Pfeife. Und dann bleibt man bei der Sache. Ja. Es ist keine Vorgabe, sondern wir sprechen, was gerade im Moment lebendig wird. Wir hören keine Vorgaben, sondern das, was im Moment aktuell ist, das hören wir dann im Herzen, das Echo. Ja. Und wir sprechen mit, in unserer Sprache, Wakantanka, übersetzt das große Geheimnis. Gott ist ein Geheimnis, werden wir Menschen nie ergründen. Allah, dasselbe, Jehova, Jahwe, sind nur unsere Sprachen, ist immer dasselbe gemeint. Wir beenden das Gebet mit Ahau, übersetzt Ja. Wir bejahen es. Die Frauen Ahe. Bei uns in der Lakota-Sprache gibt es die männliche und die weibliche Sprache. Ich habe zuerst die weibliche Sprache gelernt, weil die Frauen haben deutlicher geredet. Das, was ich von meinem Vater gelernt habe, das hat nicht ganz beim Großvater gereicht. Ja. Und die Männer, die haben immer so genuschelt. Da habe ich die Frauensprache gelernt. Großvater hat nie was gesagt, dass ich spreche wie eine Frau. Und dann war der mal so eine Ratsversammlung und da hat Großvater gemeint, da habe ich auch was dazu zum Sagen. Und da habe ich geredet und die Männer haben alle so geschmunzelt. Dann habe ich nachher der Großvater gefragt, war es echt gut, was ich gesagt habe? Und dann habe ich gesagt, oh, das war super. Dann hat er gesagt, warum haben die alle so gelacht und geschmunzelt? Dann hat er gesagt, weißt du, du hast geredet wie eine Frau. Ja, dann habe ich es geändert. Ja. Ja, deshalb, wir alles, das ist kein Gruß. Viele Leute meinen, das ist ein Gruß. Ahau, nee. Wenn etwas gesprochen wird, dann wird das bejaht am Schluss. Dann tun wir immer noch unseren Gruß dazu. Metakuye Oyasin, übersetzt, wir sind alle miteinander verwandt. Wir erinnern immer, dass wir miteinander verwandt sind. Wir haben denselben Vater, Vater Himmel, dieselbe Mutter, Mutter Erde. Und wenn das mir bewusst ist, ich bin mit meinem Bruder, mit meiner Schwester verwandt, dann betrüge ich sie nicht. Dann tue ich nicht weh. Da habe ich keine ungute Worte. Das, was bei uns Menschen verloren gegangen ist. Wir haben auch einen wunderschönen Gruß. Ja, grüß Gott. Grüß ich Gott in dem Moment immer anderen Menschen? Habe ich schon manchen gefragt. Was hast du gerade ausgesprochen? Mit was grüßt du? Ja, mit grüß Gott. Hast du Gott gerade gegrüßt? Nein,
Dann sagst du nächstes Mal Ciao oder Tschüss. Dann bist du wenigstens ehrlich. Oder wünsche ich einen guten Tag. Sagt man so oberflächlich, ja, guten Tag. Habe ich dem Menschen gerade mit tiefem Bewusstsein einen guten Tag gewünscht? Also im Moment mal weit weg davon. Ja. Bewusst leben, denken und handeln. Hau mit der Kürsin. Hey mit der Kürsin. Ahau, Wakantanka, du allmächtiger Spirit, Urkraft des Lebens, Urkraft der Liebe, Urkraft der Schöpfung und Schöpfer von allem, was ist. Tiefe, tiefe Dankbarkeit kommt aus unserem Herzen. Wir danken für unser Leben, für unser Sein. Zu Urzeiten gabst du uns dieses wertvolle Leben, die Seele, eine göttliche Zelle. Wir danken dafür. Und wir danken, dass sich dieses Leben über viele Inkarnationen entwickelt hat bis zum heutigen Tag. Wir danken dem Universum für alle Energien, die zu uns fließen, damit wir unser Leben leben können. Wir danken Mutter Erde. Sie gab uns durch unsere Mutter einen wertvollen Körper, der die Seele durch die Zeit trägt. Und da danken wir Mutter Erde für alles, was sie uns Menschen gibt, damit der Körper lebensfähig ist. Nahrung, Kleidung, Wohnung. Alles kommt von dir, Mutter Erde. Und wir danken dir, Mutter Erde, für deine Schönheit. Du hast das Kleid des Herbstes angezogen und bist dabei, das weiße Kleid der Stille des Winters anzuziehen. Wir danken unseren Ahnen aus den verschiedensten Inkarnationen, bis hineinreichend in die Urzeiten, in die Zeiten, wo noch eine heile Welt war, wo alles noch gemäß des göttlichen Planes gelaufen ist. Wir danken dafür. Wir danken euch Ahnen, dass ihr eure Weisheiten, Erfahrungen, Erkenntnisse in unser Leben einbringt, dass ihr uns lehrt. Wir danken, dass ihr die heiligen Zeremonien uns überlassen habt, dass wir sie weiterführen dürfen. Wir danken für die tiefe Verbindung und danken für den roten Pfad, der heilige Pfad der indianischen Urvölker. Wir danken für diesen Tag. Ein Tag, wo wir wieder ein Stück Entwicklung in unserem Alltag machen durften, bewusst oder unbewusst. Wir danken für alles, was in diesen Tag hineingelegt wurde. Und wir danken Mutter Erde, dass sie uns an diesem Tag wieder genährt hat. Und da danken wir unseren Tieren und Pflanzen, dass sie sich geopfert haben, dass wir weiterleben. Und wir bitten jetzt, Wakantanka, öffne den Zugang zu dir, dass wir mit unserem Herzen die Urkraft deiner Seins fühlen dürfen, dass wir wieder zurückfinden, mit unserem Herzen zurückfinden. Wir bitten um Wahrheit, Klarheit, Offenheit, Verständnis, um viel Herzensliebe. Und wir bitten, dass wir für unsere Mutter Erde etwas tun können, im Bewusstsein. Und da bitten wir dich, den großen Schöpfer, lass die Schöpfungskraft
nochmals aufs Neue in Mutter Erde hineinfließen, dass sie sich wieder erholt von dem, was wir Menschen zerstört haben, durch Unbewusstsein, Gleichgültigkeit, Habgier, Oberflächlichkeit. Und wir bitten darum, dass wir Menschen im Bewusstsein wachsen, dass es uns bewusst wird, wir tragen Verantwortung. Und dass wir von dem wegkommen, was uns eingeredet wird. Es gibt kein Weiterleben. Es gibt keine Wiedergeburt. Dass es uns bewusst wird, dass wir spüren, wir kommen wieder zur Mutter Erde. Irgendwann. Was wollen wir hier finden? Eine heile Mutter. Und deshalb bitten wir, dass die heilende Kräfte und unser Bewusstsein eine Veränderung schafft. Wir bitten um den Herzensfrieden, Frieden mit dem eigenen Ich, Zufriedenheit. Wir bitten um den Frieden in den Familien, Frieden unter allen Menschen auf der ganzen Erde. Möge der Frieden unsere Herzen berühren, mögen die Verantwortlichen in die Verantwortung kommen. Mögen wir den Ernst der Zeit erkennen. Und wir bitten dich, Mutter Erde, verzeih uns Menschen. Der Umgang mit dir, mit allem Leben, Pflanzen, Tiere, war nicht im Sinne des Schöpfers. Wir wollen uns ändern. Wir bitten um den Schutz für unsere Seele, für unseren Geist, für unseren Körper und für alles, was zu uns gehört. Wir bitten um den Schutz auf dem Nachhauseweg. Wir bitten um die Gesundheit für unseren Körper, für unseren Geist, für unsere Seele. Möge uns unser Leben bewusst werden. Wir danken dafür. So sei es. Hau mit Taku Yassin. Hey, mit Taku Yassin. So, liebe Zuhörer, das war's hier heute aus Altenmark. Leben und Überleben im Einklang mit Mutter Erde. Und das war Vikasa Pezuta. Wir werden ihn öfters hier auf Okidok erleben dürfen. In dem Sinne sage ich ganz herzliches Dankeschön und somit beende ich die Aufnahme, die ihr im Okidok-Archiv sehen könnt. Unsere Medien könnt ihr glauben, dürft ihr glauben, braucht es nicht glauben. Recherchieren können wir alle. Unsere Medien sind ohne Gewähr. Wir freuen uns auf euer Feedback, office@okidok.com. Und ich schalte jetzt mal den Player ein und... Ja, ich sehe, der Walter ist im Warteraum heute. Keine interaktive Sendung hier, das geht nicht. In dem Sinne, jetzt aber machen wir den Player auf und das laufende Programm zu hören. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Morgen Soliwood ab 20 Uhr. Und da geht es um, ja, wie war das Thema? Ich habe es vorhin noch gelesen. Haben wir es auch sofort. Da heißt es morgen erstmal Stefan Becker. Hat ja schon einige tolle Sendungen und heißt die Subpersönlichkeiten. Und um 12 Uhr Fakten, Fakten, Fakten von mit Franz Josef aus Graz, der gestern ein tolles Video auf dem Okidok YouTube-Kanal hochgeladen hat zum Thema 5G. Empfehle ich euch. Schaut mal rein. So, Player auf und einen schönen Abend euch. Bis dahin. Ciao, ciao.